Es ist die Nachricht vom Tod der Labour-Politikerin Jo Cox, die das Geschehen an den Märkten gestern komplett gedreht hat. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Warum ist diese Todesnachricht so bedeutsam gewesen? Weil sich dann sofort das Gerücht anhängte, es wird am kommenden Donnerstag, also am 23. Juni, keine Abstimmung über den Brexit geben. Das ist Unsinn, das ist Unfug. Es wird nur der Wahlkampf erstmal eingestellt bis Samstag. Gleichwohl, die Algos haben diese Theorie gekauft. Das britische Pfund sprang nach oben und das war ein Gamechanger, der natürlich kam, als der Markt schon komplett überverkauft war. Das gilt für die Aktienmärkte, als die sicheren Häfen komplett überkauft waren. Aber dass sozusagen eine solche Story plötzlich kommt, das ist gleichwohl überraschend. Denn dieses Attentat, das war ja bereits am Donnerstagmittag. Am Nachmittag, am späten Nachmittag ist die Mutter zweier Kinder dann tragischerweise verstorben und dann ging es eben mit dieser Todesmeldung nach oben. Die Frage ist jetzt, was waren die Motive des Attentäters? Nach ersten Angaben von Augenzeugen hatte er gerufen, Britain first, also Großbritannien zuerst, auch der Name einer rechtsradikalen Partei. Jo Cox war bekannt als pro-EU, also als Gegnerin des Brexit, als Befürworterin eines Verbleibs in der EU. Und das ist eben jetzt ein wichtiger Punkt. Der Bruder des Täters soll gesagt haben oder hat gesagt, er hatte schon lange psychische Probleme gehabt, eigentlich kein politischer Mensch. Wenn dem so wäre, ist das eine weniger gute Nachricht für die Bullen. Wenn es eine rechtsradikal motivierte Tat war, dann bekommt die Leave-Kampagne ein kleines Problem. Und das ist offenkundig auch das, was die Märkte hier gespielt haben. Wenn ein solches Attentat ein Gamechanger ist, möglicherweise für die Stimmung, dass also die Brexit-Wahrscheinlichkeit nach unten geht, das dürfte das unterliegende Motiv dieser Rallye seit dem späten Nachmittag gestern gewesen sein. However, die Situation setzt sich in Asien ein Stück weit fort, wenngleich gemäßigt. Wir sehen den Nikkei 1,25% im Plus, war allerdings schon dicker im Plus. Shanghai und Hang Seng ebenfalls positiv, knapp 0,75% jeweils und Australien 0,25% im Plus. Schauen wir uns mal die Termine an heute. Was steht da auf der Agenda? Wenig, die Baubeginne und Baugenehmigungen aus den USA 14:30 und dann eine Rede von Mario Draghi. Mehr ist es nicht. Schauen wir uns noch diese Seite an, da wird sie alles Relevante wieder über die Märkte finden, finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir mal, was wir relevant bei den Charts finden und wir starten diesmal mit dem DAX, mit wem sonst. Und wir sehen, wir haben hier diesen Boden gemacht bei 9.430 Punkten. Und dann kam diese steile Kerze nach oben. Sind jetzt hier so ein bisschen auf diesem Niveau in einem Widerstandsbereich. Wir dürften nach aktueller Indikation auch hier wieder reinkommen zum X-DAX-Start und hätten dann nochmal Luft bis 9.750 Punkte, eben dieses wichtige Widerstandsniveau. Aber erst müssen wir eben schauen, dass wir über diese 9650, 9660 drüber kommen. Dann ist durchaus noch Luft. Diese Rallye ist irrational. Man darf es oder muss es so ganz klar sagen, denn unterliegend war ja die These, dass die Brexit-Wahl an sich verschoben wird. Das ist nicht der Fall. Aber das Einzige, was daran rational ist, ist, dass möglicherweise das ein Gamechanger sein kann. Etwas, was die Stimmung dreht, der Remain-Kampagne den Brexit-Gegnern Auftrieb gibt, indem eben Mitleid da ist, indem man verurteilt diese abscheuliche Tat. Schauen wir uns mal den Dow auf CFD-Basis an. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan, aber wir sehen hier, über Nacht wahnsinnig viel getan, aber wir sehen diese massive Rallye ziemlich genau bis zu dem Widerstand, bis zu dem Hoch, das wir gestern gesehen haben beim Dow. Aber das sind hier fast 300 Pünktchen, die es da nach oben ging. Das ist schon sportlich. Der Euro hat gestern auch davon profitiert. Die ganzen sicheren Häfen sind abverkauft worden und der Dollar ist derzeit der sichere Hafen. Deswegen eben Stärke bei Euro-Dollar 1,1255. Dollar-Yen allerdings wieder unter Druck, nachdem es zunächst mal nach oben ging, 1,10423. Wir sehen hier diese massive Bewegung beim britischen Pfund zum US-Dollar. Hier kam die Nachricht des Todes von Jo Cox und dann schoss das Währungspaar, schoss das britische Pfund nach oben. Wir sehen einen massiven Abverkauf von Gold, da ging es massiv nach unten, $35 innerhalb relativ kurzer Zeit. Wir sehen diese Kerze, 1283, und wir haben auch Zugewinne, leichte Zugewinne beim WTI-Öl, das wieder über die 46er-Marke gesprungen ist, gleichwohl noch ziemlich depressiv den einstigen Höchstständen über 51 hinterherblickt. Also, das ist schon eine ziemliche
Story, die wir da derzeit erleben, diese Erholung, die wir beim DAX sehen, die kann durchaus weitergehen. Die ganze Geschichte ist nicht wirklich fundamental unterlegt. Das hat ja letztendlich keine Änderung zunächst mal zur Folge, was diese Brexit-Geschichte betrifft. Vielleicht, und das ist eben die Hoffnung der Bullen, ist das so ein kleiner Gamechanger, der diese unterlegene Kampagne derzeit der EU-Befürworter eben vielleicht Auftrieb gibt und dann doch dazu führt, dass die Briten drinbleiben. Das ist die einzige rationale Begründung für diese Rallye. Wie gesagt, die kann weitergehen. Erstes Ziel 9.750 und wir haben einen schönen Boden gebildet bei 9.430. Alles Weitere muss man abwarten. Heute am großen Verfall sowieso alles möglich. Prognosen ist schwierig, gerade am Verfall. Erstmal einen guten Start in den Freitag. Bis dann.